Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1701 und weiter geht es hier in unserer friedlichen Partie ohne Vulkan und noch ohne aufgedeckten KI-Mitspieler. Also die lassen wir ruhig unter sich erstmal. Da besteht gar kein Bedarf, irgendwen da unnötig zu erschrecken. Und ja, also hier können wir jetzt eine Schule bauen. Die bauen wir jetzt auch. Unterhalt beträgt 20 Goldmünzen, aber dadurch, dass wir jetzt eben die Schule gebaut haben, können wir das schön ausgleichen. Und wir brauchen dringend Geld. Oh je, wir brauchen sehr, sehr dringend Geld. So dringend, dass wir eigentlich... Achso, die müssen alle noch einziehen. Eieieiei. Wenn man bedenkt, dass wir nur mit 15.000 Goldmünzen starten. Sonst kann man ja mit 50.000 starten. Da wären wir ja jetzt schon wesentlich weiter. So, ich möchte jetzt aber erstmal hier ins Plus kommen, bevor ich die Steuern von den Leuten hier wieder senke. Vor allem möchte ich, dass die Pionierhäuser sich hier wieder aufstiegsbereit machen. Will aber leider noch nicht ganz so. So, hier kommen die ersten. Zack. Und weiter geht's. Plus 15. Yay, wir machen Plus. So, vorspulen können wir, weil wir halt noch nicht in der Konkurrenz zu den anderen Spielern stehen. Ja, natürlich müssen wir dann irgendwann ja, die aufdecken, weil wir eine Insel brauchen mit Walfett. Aber ansonsten, ja, Bienenwachs haben wir leider auch nicht. Aber sonst müsste das, glaube ich, passen. Aber wichtig ist es jetzt erstmal hinzubekommen, nicht pleite zu gehen. Und jetzt schauen wir mal. Also, ich werde hier oben jetzt... Ja, werde ich oder werde ich nicht? Ich glaube, ich... Weil hier unten, genau, da ist sowieso keine Kapelle. Ja, komm. Oder? Oder? Pass mal auf. Von euch hätte ich gerne, dass ihr jetzt einzieht. Und ich baue hier trotzdem noch mehr Pionierhäuser. Den Platz möchte ich ganz gerne völlig... Ein Wanderprediger sammelt Geld Dankeschön. Für ihr Stadtsäckel. Hat er gerade ihr Stadtsäckel gesagt? Na, Herr Kommentator, wenn das mal nicht leicht grammatikalisch daneben lag, ne? Ah ja, der hebt echt die Steuern an. Kann das sein? Nee. So, hier Stoffe gehen hoch. Das ist schon mal sehr gut. Bilanz geht auch hoch. Plus, also 1000 Goldmünzen haben wir jetzt wieder. Und wir könnten, glaube ich, echt mal ein bisschen Glauben nach hier oben tragen. Die Frage bleibt nur, wo da oben? Vielleicht hier rein so? Ich meine, an sich können wir... Tja. Ja, komm. Machen wir fertig. Ihr kommt weg. So. Und dann ersetzen wir die Häuser... Können sogar noch mehr bauen, die dann auch wiederum mehr Steuern zahlen.
schließlich sind sie jetzt auch wieder im Einfluss der Kapelle. Aber da möchte ich auch, dass ihr bitte aufsteigt. So, und jetzt habe ich hier so einen kleinen Zipfel, weil sonst könnte ich hier auch so prima Häuser hinklatschen. Halt. So. Wir haben zu viele Leute und zu wenig Produzenten von Nahrung. In ihrer Siedlung leben nun über 1000 Menschen. Ja, das ist semi-optimal effizient toll genutzt. 360 Einwohner versorgt eine Fleischproduktion. Die Sache ist halt, die lohnt sich das von den Kosten her? Ich glaube nicht. Das wären halt 3 Fischerhütten. Die wäre dann insgesamt 30 Unterhalt. Ja gut, die auch. Aber dafür teurer. Nee, wir bauen erst die Fischerhütten. Das ist jetzt tatsächlich etwas, was ich machen möchte, wo ich noch wenig Geld und alles habe. Später, wenn die leer sind, wenn ich schon alle quasi befische, dann schwenke ich gerne um, aber jetzt erstmal nicht. Ich habe jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das reicht. Nicht. Scheiße. Ich muss noch mehr bauen. Die 2 jetzt, die machen es dann. Zack und zack. So, beruhigend, dass man, wenn man mal ein paar mehr Gebäude baut, auch noch im Plus bleibt. Ich würde vielleicht noch ganz gerne Stoffproduktion nachschieben. Denn jetzt wird es nochmal einen kleinen Einwohneranstieg geben. Mit Shift und ja, auf diesem Upgrade-Zeichen oder U-Taste könnt ihr alle auf einmal upgraden, die gerade aufsteigen wollen. Ich finde, das machen wir jetzt mal. Bilanz plus 93. Ich suche nach jemandem, der einen dringenden plus 141. Auftrag für mich. Traumhaft. Was? Oh, ne. Wäre nett, die 2000, aber ne, sorry. Da fahre ich jetzt nicht hoch, weil wir da werden wir locker alle 3 aufdecken. Also, und wahrscheinlich ist die Insel auch noch besiedelt, dann haben wir sowieso verloren. So, dich können wir jetzt ein bisschen wieder hier Steuern anheben, aber ihr wollt noch nicht so ganz. Ja, die hier oben haben jetzt leider alle keine Schule und mir fällt gerade auf, ein Haus noch. So. Und jetzt haben wir 100 Häuser. Und würden wir diese 100 Häuser alle auf Aristokraten upgraden, dann hätten wir quasi 4000 Aristokraten und damit alle Gebäude freigeschaltet. Vielleicht kriegen wir das ja noch hin. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal eine bessere Bilanz als vorher. Was auf jeden Fall sehr, sehr positiv ist. Wir haben jetzt natürlich auch 1078 Siedler. Und da müssen wir sogar 3 Alkoholproduktionen bauen. Das ist heftig, aber es muss gemacht werden. Ja, ich würde die halt hier unten an... Ja, hier unten. Ne, da müssen Fischer hin. Hier oben können wir die noch so ein bisschen hier eingliedern. Zack. Also einer könnte... Einer könnte hier unten hin. Jetzt anschließen? Eigentlich nicht. Und dann brauchen wir noch einen dritten im Bunde. Und der kann dann sich um die beiden kümmern. Und dann müssen wir das nochmal
upgraden. So, boah, wir sind immer noch im Plus. Ich glaub's ja nicht. Beim letzten Mal wären wir jetzt pleite gewesen. Wir haben jetzt 3 Alkoholproduktionen aufgestellt. Wir sind immer noch im positiven Bereich. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gut, dann haben wir jetzt Alkohol. Und was machen wir denn als nächstes? Was machen wir als nächstes? Also, wollen wir jetzt Bürger kriegen? Oder wollen wir jetzt erst hier hinten noch Lehm anzapfen? Oder wollen wir doch erst noch mehr Fisch? Ich glaube, Fisch wäre eine ganz gute Idee. Denn wir haben gerade wenig Geld und die Fischerhütten sind billig. So, 13 können wir. Wo haben... Oh, hier oben ist sogar noch einer frei. Der Wanderprediger hat sich verabschiedet. So. Und dann haben wir, glaube ich, alle angeschlossen. Tatsache. 13 Fischereien haben wir. Das macht 1260 Einwohner. Boah, ganz knappe Sache, Leute. Ganz knappe Sache. Wir können gerade so unsere Einwohner versorgen. Und jetzt geht hier auch. Jetzt geht's hoch mit dem Alkohol. Wenn jetzt uns 1183 Siedler Steuern auf Alkohol zahlen, dann kann das doch nur eine gute Nachricht sein. So, jetzt will ich hier strahlende Gesichter. Was kostet mich so ein Tabakmann hier? 300 und 200. Ne, ich könnte mir nicht eine Kette leisten, okay. Aber gleich bestimmt. Na, ich schätze mal, bis hierhin wird der grüne Bereich gehen. Wobei natürlich jetzt auch alle eingezogen sind. Das heißt, die können jetzt auch mal kurz hier in den gelben Bereich. Auch wenn das immer hier... Also hier tut es mir mehr weh, die Steuern in den gelben Bereich zu tun, als in 1404. Weil hier hast du richtig visuelles Feedback. Die Statue ist so... Ja... so unterdrückerhaft mäßig. 2 Händler hier fehlen, 2 Plätze. Das macht, wertet diesen ganzen, das ganze Dorfzentrum so ein bisschen ab. Die Leute spucken und heben die Fäuste. Na gut, ein paar verbeugen sich noch. Aber sonst. Und natürlich, die gucken auch nicht so fröhlich. So. Oh, 0 Tonnen. Warum? Weil ihr noch nicht auf 100% lauft. Du läufst. Du nicht. Aber du schon. Okay. Ich hoffe, die sind alle... Ja. Was ist eigentlich hier mit den Dingern? Erhöht Produktivität von Betrieben. Wo ist denn das Ding? Ach, ganz hier unten. Dann ist eh noch in weiter Ferne. Gut, plus 1000, nicht plus 1000, das wäre schön, aber wir haben 1000 Goldmünzen. Bedeutet also, wir können ein paar Tabakfarmen theoretisch bauen. Und das machen wir jetzt auch. Wir haben zwar immer noch nur eine Lehmgrube, aber das ist, finde ich, jetzt nicht so tragisch. Also hier kommt, wie wir hier Platz finden. Ich sehe es schon wieder. Genau. Ah, ne, sogar. Okay. Dann ist es nicht so tragisch. Ich dachte jetzt, uns trennt hier... Hier wären 2 Kästchen für den Tabakverarbeiter, aber ich hätte die gerne so platziert und dann dazwischen... Oder geht das hier? Oh ja, das geht auch. Super, dann machen wir das so. Und dann werden die ersten Tabakwarenprodukte... Nein! Autsch.
aber ich weiß eine schnelle Lösung. So. Puh. Jetzt passt es auch hier wieder. Aber bauen möchte ich das Ganze jetzt erstmal nicht. Hey, ihr sollt einliefern. Der läuft. Warum läufst du nicht auf 100%? Ich hoffe, das steigert sich noch, weil an sich darf hier eigentlich nichts schwächeln. Also die sind voll wie beide. Ein Brand zerstört ihre Siedlung. Ich vertraue da ganz der Bevölkerung. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Das müsste eigentlich klappen. So, die können jetzt hier schon Tabak produzieren, was auch sehr, sehr super ist. Aber wir müssen natürlich noch ein bisschen abwarten. Ich möchte, dass sich gerne der Alkohol hier komplett füllt. Tabak dürfte dann den Bereich auch noch gleich ein bisschen erhöhen. Bedürfnis 99% erfüllt. Na komm schon. Na komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Das kriegen wir noch auf die 100. Oh, Tabak geht hoch. Aber der dürfte sich eigentlich nicht wirklich lange halten. Aber jetzt, denn jetzt müssten wir eigentlich genügend Tabak produzieren. So, jawohl. Voll erfüllt und hier geht's auch hoch. Das ist doch ein Traum. Dann kriegen wir jetzt ordentlich Geld. Ja. Brauchen wir aber auch. Brauchen wir auch. Dringend sogar. So, hier spule ich nochmal ein bisschen vor. Denn gerade sehe ich nichts, was wir machen könnten. Wir könnten mal ein bisschen Ausschau nach Schiffen halten. Also das ist hier der freie Händler, aber sonst sehe ich hier... Klar, am Anfang, wo wir gestartet sind, waren die Entdeckerschiffe, aber hier... Nix. Nada. Ein Warenvorrat geht zur Neige. Oh, habe ich ganz vergessen. Stoffe. Ja, das ist gar nicht so gut. Wie viele haben wir denn? Ja, das reicht nicht. Das reicht leider ganz und gar nicht. Eine Stoffproduktion kann 400 Siedler oder Bürger, je nachdem, versorgen. Da müssten wir nochmal beigehen. Ja, toll, das hat es jetzt auch wieder gebracht. Intelligent, ja, überaus intelligent. Also hier könnten wir einen und dann hier hinten noch. Ja, sollte klappen. So. Warte auf Anweisung. Okay, der Freihändler war gerade schon da. So, Alkohol, was ist denn da los? 86, 100, 100. Warum kommt da niemand? Oder warum... die Brauerei das nicht gebacken. Da sind 4 Farmen im Einflussbereich. Ja gut, aber es... Ach, ich weiß nicht. Da müssen wir... Weiß ich auch nicht. So, 2 Tonnen, 1 Tonne. Werkzeug. Ah ja, wir wollten noch die... die Schaffarm, die zweite bauen. So, aber erstmal dafür sorgen, dass hier der Tabak voll wird. Ja, das sieht auch sehr, sehr gut aus. Plus 200 leider nur. Aber vielleicht sind das eben dann auch die Bilanzen, die man... ja... einigermaßen erreicht.
Auf jeden Fall geht sich jetzt die Schaffarm auf. Super. Ja, damit würde ich schon fast wieder abschließen. Ich habe jetzt übrigens die Taste gefunden, die Rollen heißt. Das ist bei mir die Taste direkt neben Drucken. Also Bildlauf heißt das. Dann können wir jetzt hier auch einen wunderschönen Screenshot nehmen. Und ich mag den, ich mag diesen Kameramodus. Oh, da fährt ein Handelsschiff. Schiff gesichtet. Oh, sogar noch eins. Gelb, okay, interessant. Wer ist das? Fürst Igor Jägerow. Dann hat er hier unten entweder seine Hauptinsel oder eine Versorgungsinsel. Gut. Vielleicht finden wir den ja irgendwann mal. Also müssen wir ja, um ihn platt zu machen. Aber das hoffentlich jetzt noch nicht so schnell. Gut. Dann bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.